Heute hier bei uns auf den Tisch der Lesegut 2007 von Marqués de Grignan. Marqués de Grignan ist jetzt eigentlich ein spanisches Weingut. Ne? Ja, ist ein spanisches Weingut, ja. Nicht eigentlich. Ja, und ich meine, der Name Lesegut. Ja, der Name Lesegut kommt daher, dass es einfach ein Wein ist, der für den deutschen Markt konzipiert wurde, für den deutschen Importeur von Marqués de Grignan, und zwar für den Ardor Weinimport, und den es auch so nur in Deutschland gibt. Okay, also ist jetzt auch nicht nur für Leute mit Sehbehinderung, sondern den kann jeder trinken. Den kann jeder trinken. Wobei es nur eine Überleitung ist, also Lesegut bezeichnet man das Traubenmaterial, und einfach als kleiner Gag hier, dass die Sehtafel noch angebracht ist. Also wenn Sie jetzt praktisch die unterste Reihe nicht mehr erkennen können. Dann sollten Sie wichtig zum Optiker gehen. Ne? Genau. Gut, wunderbar. Was Marqués de Grignan, was kannst du uns was über das Weingut erzählen? Marqués de Grignan gehört Carlos Falco. Das ist eine alte Aristokratenfamilie aus Spanien. Carlos Falco ist einer, der wirklich immer wieder dabei war, die Region, also Dominio de Valdepusa, wirklich berühmt zu machen. Hat es auch geschafft, die Dominio de Valdepusa zum ersten Lagenwein Spaniens zu machen, zu einem genannten Vino de Pago. Und macht einfach tolle Weine. Mhm. Und der Lesegut ist im Prinzip der Einstiegswein im Preissegment. Und ja, was über Carlos Falco wurde schon viel geschrieben, viel gesagt. Ich denke einfach mal, die Weine stehen für sich. Und man sollte einfach immer, oder kann davon ausgehen, dass es wirklich klasse Weine sind und regionaltypische Weine. Wunderbar, dann gehen wir direkt mal zum Wein über. Mhm. Schauen wir uns jetzt mal die Farbe an. Ja, das ist ein sehr tiefes Rubin mit einem fast schwarzen Kern, was man hier sieht. Mhm. Ja, also ein sehr konzentrierter Wein. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, das ist eine Cuvée aus Cabernet, Petit Verdot und Syrah. Mhm. Gibt es auch als rebsortenreine Weine von Marqués de Grignan. Aber sind dann, wie gesagt, dann auch preislich ein bisschen höher. Ausgebaut wurde er 10 Monate in Barrix aus französischer Eiche. Also auch in der Nase sehr deutlich erkennbar, dass es wirklich im Barrique lag. Ja. Ja. Sehr dunkles Toasting. Hat irgendwas, was wirklich ganz vordergründig ist. Also dieses Pfeffrige, diese pfeffrige Würze, die da drin ist. Dann kommt dazu so eine sehr präsente Veilchennote, aber auch die Frucht. Er hat Brombeere, er hat Pflaume. Ja, die ist auch schön stark ausgeprägt. Also wirklich ein ganz tolles Bouquet. Ja, und dann noch so dieses Kokos, was ein bisschen rauskommt, so wie frisch gehobelte Kokos, ja, genau. Praktisch. Das vom Barrique-Ausbau kommt, Kakaonoten, also Gewürznelke ist dabei, also wirklich ein sehr, sehr facettenreiches Bouquet. Eignet sich auch als Duftkissen? Ja. Sehr schöne Tanninstruktur. Ja. Genau. Das Holz ist wie in der Nase jetzt auch, es ist präsentes Holz, aber sehr, sehr gut integriert. Was mir sehr schön, was ich sehr schön finde, ist einfach diese Würze, die drin ist. Diese sehr präzise Frucht, die er einfach hat. Und diese Saftigkeit. Mhm. Ja, dort ist es sehr warm in der Region. Trotz allem schafft er es wirklich jedes Mal, diese frische, diese saubere Frucht, dieses nicht marmeladige, sondern wirklich frische, saubere Frucht ins Glas zu bringen. Ja, richtig. Und das ist genau der Unterschied. Das ist nicht so marmeladig, das ist nicht übertrieben, sondern es ist wirklich genau der Punkt getroffen, wo es richtig optimal ist. Fast. Genau. Also wie gesagt, wunderbar ausgewogen. Ein deutliches Holz, also für Barrique-Trinker, der perfekte Wein. Mhm. Aber auch für jemanden, der Barrique nicht so mag, auch noch sehr gut zu trinken, weil es wirklich sehr schön integriert ist. Trotz, dass es wirklich präsent ist durch die Aromatik. Jetzt hast du den Wein wie immer bepunkten wollen. Ich habe es gemacht. Ich habe mit 87 von 100 Punkten bewertet und Lagerpotenzial bis Ende 2015. Wunderbar. Mhm. Was würdest du dazu zum Essen reichen? Oder zu welchem Essen würdest du den Wein reichen? Kräftige Rinderschmorgerichte passen hier sehr, sehr gut. Ein Ossobuco beispielsweise, also Rinderweinscheiben geschmort. Mit mediterranen Kräutern dazu, auch Oliven, die praktisch dann im Ossobuco mitverarbeitet werden, passen sehr gut, weil auch so ein bisschen dieses olivige Aroma hat, so von schwarzen Oliven ein bisschen. Also so kräftige Gerichte, damit wirklich auch der Wein nicht dominiert, sondern wirklich eine Symbiose bildet mit der Mahlzeit. Lagerfähigkeit hatten wir schon? 2015. Ja. Hatten wir schon, gut. Dann würde ich sagen, sind wir zu Ende mit dem Wein. Würde mich freuen, das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir hier wieder Weinverkostung machen. Und bedanke mich auf alle Fälle mal für Ihr Interesse. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.